Moin Leute, willkommen zurück bei Minecraft Trust and Betrayal. Heute mit dabei Julia, Wuhu. Anne, Hallo, Shigo, Hallo und Dalukat. Guten Tag. Guten Tag. Noch immer Team Grün. Ich muss ja jetzt einen Test machen. Einen Test, ob es der liebe Rico es überhaupt verdient hat, auf die Gamescom mitzufahren. Denn der gute Rico erzählt mir nämlich immer, ist ein guter Kumpel bzw. Ex-Arbeitskollege, dass er doch immer die Let's Plays von mir und auch teilweise von Dalu schaut. Und Rico, wenn du das hier siehst und du mir dann eine WhatsApp-Nachricht schreibst, dann darfst du mit, ansonsten bleibst du zu Hause. Tschüss! Wann kommt die bei dir? Nach der Gamescom. In einem Moment. am 6.8. Also noch genau rechtzeitig, dass er sich meldet. Oh, oh, oh. Oh, Rico, Rico, Rico. Oh, Rico. Ricola. Den hat er bestimmt noch nie gehört. Mit Doppel-C. So viel Zeit muss sein. Scheiße, ich brauche eine Axt. Mhm. Ah, jetzt brauchst du wieder eine Axt. Ich brauche eine Axt, ich habe keine die Axt im Haus, er spart den Zimmermann. Was? Keine Axt? Nee, noch Wurden nicht mal Materialien, um eine zu bauen. Aha. Oh. Wo bist du? Wo bist du denn? Bei meinem Haus. Okay, dann gib mir, sagen wir, 7,5 Minuten. Grob geschätzt. Ich habe da mal was vorbereitet. Oh, ich gehe da mal Kohle farmen. Oh Gott, wo sind meine Dinger hin? Es hört sich immer so an wie, gebt mir das, wenn ihr das habt. Was? Nein, das ist immer, ich finde das immer witzig. So wenn, hast du Sand? Ja klar, ich brauche noch Kohle. Ich gehe mal Kohle farmen, so in der Hoffnung, irgendeiner sagt, nein, ich habe Kohle. Ich brauche doch was, ja, zu tun, ich doch, wenn ich jetzt auch keine Bäume abhacken kann, muss ich was anderes machen, was du da schon wieder unterstellst. Schlimm sowas, ne? Schlimm, schlimm. Ja, also ich warte ja schon darauf, dass Anträge gestellt werden, wer als erstes was mit ihm machen kann, wenn dann die Gamescom endlich mal kommt. Mhm. Und vor allem, was dann noch übrig bleibt, wenn der Letzte dann endlich an die Reihe kommt. Das klingt irgendwie falsch. Ja. Da lacht sie auch noch so. Ja, du hast es wohl doch schon richtig verstanden. Good luck, have fun. Ja. Eitei, jetzt ist mir warm, super. Gut, dass ich nicht auf die Gamescom komme. Was? Ja, verpasst aber. Steht das jetzt schon fest, dass du da. Aber einiges. Anne, ich habe immer noch einen Platz in meinem Hotelzimmer. Ja, ich kann mich aber leider nicht scheiden lassen bis dahin. Das tut mir leid. Von Verrückten umzingelt. Absolut. Ey, hier mit so normalen Steinen, wie sieht das denn aus? So, das ist ein super Beitrag zum Thema gewesen, Grants. Erzähl uns mehr davon. Grants ist richtig drin in dem Gespräch. Ja. Voll die Härte, ey. Ach, Grants, ich mag dich. Dann sind es ja schon mal zwei. Ja. So, ich geh erstmal in die Hölle. Grants ist einfach nur so, stell dich hinten an. Ist mir zu heiß hier oben bei euch. Da kühlt er sich erstmal in der Hölle ab. Wie Creeper, was hast du da auf? Ach, die Mütze will ich nicht. Ich schlag dich trotzdem. Du siehst aus, wie wenn du Gronkh auf dem Kopf hättest. Pack das doch weg. Ups. Ganz schön dunkel hier. Hallo? Ich hab grad einen Dalukat gemacht und hat hab auf mich geschossen. Ab. Skelett vielleicht? Hä? Immer gar nichts hier. Ich du arbeite. Du hast auf mich geschossen. Da ich auch so gut schießen kann als Hexe. Ja, du hast ja auch verfehlt, aber du hast ja. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Aber ich weiß nicht. Grants? Bin in der Hölle, hab ich doch schon mal gesagt. Der kann auch gelogen gewesen sein. Wir sind doch hier nicht bei TTT. Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Huch. Ich hab ein Huhn kacken gehört. Flupp. Da ist mein Haus, da ist mein Haus. Hallo Haus. So, was mache ich denn als nächstes? Oh. Gott, Chico, dein Haus brennt. Chico, dein Haus brennt. Chico. Was? Ah. Was? Sorry. Was war denn das Geräusch, was ich gehört habe? Gott, Chico, es tut mir Anne. So leid. Es tut mir leid. Was zum Teufel? Es tut mir leid. Was soll das? Mach das
wieder heile. Wie soll ich das heile machen? Das ist doch reingefallen. Es tut mir leid. Unten auch. Wo? Auch. Wo denn? Ach, halt die Klappe. Oh, das kann nicht sein. Mach's heile. Es tut mir leid. Ja, gib mir die Ziegel, dann kann ich das ist da reingefallen. Mach Cobblestone, hab doch irgendwie heile. Ja, aber okay, dann mach ich halt Cobblestone rein. Es tut mir leid. Ja, das will ich auch für dich hoffen. So, Anna Nummer 1 auf der Fluchliste. Ich krieg doch eh schon den Fluch. So, dann gucken wir mal, welchen Fluch geben wir dir denn? Mal überlegen. Ach, Manu. Wieso wurde ich überhaupt verflucht beim Team? Du sagtest, du hast mein Feuerhaus angezündet. Gut, dann nehmen wir mal irgendeinen Fluch mit Feuer. Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ja, das sagen sie alle und hinterher sind sie doch schuldig. Hinterher sind sie doch schwanger. Was ist denn hier für eine Party an Zombies? Jetzt habe ich voll viel von dem Glas gemacht, für das, dass ich das Glas voll hässlich fand. Super. Schon wieder was angefackelt. Ich hasse das. Ich muss mir mal irgendwie die... Wie machst du das denn? Passiert dir das denn? Wenn ich U drücke. Ich kann das wieder umwandeln. Drückst du U? Ja, stimmt, ich kann ja auch Feuer... Ja, wenn ich aus Versehen... Wenn ich aus Versehen chatte, ohne halt vorher T gedrückt zu haben, dann passiert das zum Beispiel. Man kann also Gechiseltes doch zurückchiseln da. Ja. Ey. Also halt nicht im Ursprungszustand, aber anders. Moment, was passiert, wenn ich mit dem Schissel einen Block anklicke? Dann schüttelst du ihn, glaube ich, durch. Ja, aber er ist jetzt bei mir unsichtbar und ich hänge jetzt hier vor dem fest. Dann würde ich sagen, reloggen. Ach, man kann das so abbauen, so ein gechiseltes Gedöns. Hä? Die Schmelze ist so lahm. Hä? Die verarscht Was ist mich los, jetzt. Julia? Ach komm, das verarscht mich jetzt gerade hier dezentes Spiel. Oh, es ist gemein zu dir. Ja. Möchtest du darüber reden? Nein. Talo hätte das mit den, was ist mit meinem Chisel und blablabla bla bla Gegenstand und so weiter nicht sagen sollen. Warum? So. Hast du ausprobiert oder was? Ich pack das Ding da jetzt hin und dann ist dieses Ding in bestimmte Glasform. Dann chisel ich das einmal an, dann ist es weg. Ja, du musst dich jetzt mal einloggen. Dann pack ich es wieder hin, dann sieht es auf einmal anders aus. Klingt, als würde das Spiel dich einfach hassen. Hä? Das ist gemein. Ich mach's jetzt kaputt. Ja, ich mach's jetzt kaputt! Ja. Das ist. Boah, ey. Hallo? Mobbing am Arbeitsplatz. Ups. Jetzt waren zwei das Ding hin. Sind so viele Monster hier. Und damit meine ich nicht mehr Grant. Zur Abwechslung mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Was jetzt hört. Also auslocken, Shigo. Wieder einlocken und dann schießen nochmal oder was? Da locken sie sich alle. Shigo, aus. Komm mal Nein. her. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Goodbye. Komm mal her. Ich habe jetzt keine Zeit. So. Sie hat doch jetzt keine Zeit. Sie macht sich rar, weißt du? Damit, das ist so eine Masche von ihr, dieses sich sträuben. Oh, ich krieg einen Anfall. Warum ist das denn so? Warum ist das so? Warum? Sieht ja doof aus. Auch Lava. Soll ich jetzt da noch eine zweite Reihe setzen, damit es nicht so doof aussieht? Ey, wie lange braucht ein Kaktus denn, bis er wächst? 100 Millionen Jahre. 3 Ingame-Tage. Eine Weile. Was hat Dalu sich gerade ausgedacht? Wie das denn einfallen lassen? Nee, das weiß ja jeder. Was ist denn hier mit dem Haus von Marv? Was hast du dir ausgedacht? Ist es jetzt free for all? Nee, oder? Marv ist Marv, Hat er nicht noch sowieso Folgen gehabt? Der müsste sogar da noch drin sein. Hä, der ist doch noch im Projekt, oder nicht? Oder habe ich was verpasst? Achso, okay, ich dachte... Ist das jetzt free for all? Macht schon das Haus, baut schon das Haus ab, so. Ah, stopp! Ja. Bei uns in der Folge stand heute, ob Grants überhaupt noch drin ist in dem Projekt. Wer hat das gesagt? Mehrere Zuschauer, wir haben eine Folge aufgenommen haben, da haben wir aus Spaß gesagt, dass du raus bist, weil du Brot gecraftet hast. Achso, was? Das glauben die? Ja, so nein, er durfte ja nicht craften. Er hatte den Fluch, dass er nicht craften durfte. Ach so. Ja, ja, genau. Und da hat er einfach ein Brot gemacht. Ganz schön dreist sowas. In der letzten Folge, glaube ich, auch in den letzten 2 Minuten oder so. Du bist echt hart. Naja, ich dachte, no, ach, da ist der hin. Das ist mein Motto.
Aber ich habe mich ja sogar gestellt, der Justiz. Wie lahmarschig von dir. Ey. Mit Zeitstempel. Mit Tränen in den Augen. Ey, noch so ein WhatsApp. Bitte schlag mich nicht wieder! Wieso bin ich jetzt raus? Hab schon so ein Seil um den Hals gemacht. Oh, oh Gott, Mann! Konnte Dalu denn doch nicht verantworten mit seinem Immer diese emotionale Erpressung. Ich hab das ja nur nicht gehört. Ach cool, dass ich noch mitmachen darf. Hi. Weißt du, und jetzt ist er schon wieder in der Aufnahme, obwohl er eigentlich längst raus ist. Ja. Für die Zuschauer von Dalu, ey. Weil sie mich so lieben. Was ist VIP. Los? Celestial Crystal. Ach, das Ding fertig zu bauen wird ewig dauern. Ja, und der andere hat sich an seinen Fluch irgendwie 29 Mal nicht gehalten. Das ist wie in so einer schlechten, Soap. Weißt du, wo dann einer eigentlich tot ist und dann wollen die Fans ihn zurückhaben und dann sagen sie, ah, nee, der ist in Wirklichkeit gar nicht tot und dann kriegt er so ein Comeback. Oh nein. Anne guckt viele von diesen besagten schlechten Soap. Würde ich bestimmt, wenn ich einen Fernseher hätte. Hast du keinen Fernseher? Nee. Gibt's auch alle bei RTL Now, kannst du dir die angucken. An. Hast du keinen Fernseher? Weiß nicht, wozu brauche ich einen Fernseher? Im Fernsehen? Ich habe schon seit 10 Jahren keinen Fernseher. Seit 8 Jahren. Was hast du jetzt wieder gemacht? Jetzt bin ich aus Versehen in mein Haus reingegangen. Oh Mann. Ach, Grancy. Hör mal auf mit mir zu reden, ey. Okay. Danke. Außer wenn irgendjemand mal endlich Dürfen wir über dich reden? Ja, das ist kein Ding. Okay. Oh, mein Schwert ist auch gleich kaputt. Sehr schön. Ey, kennt ihr diesen Grants von YouTube? Grants LP meinst du? Ja, diesen Grants LP. Der komische da, ne? Ja, mega weird, das der Typ. Ja, 50% der Leute zu. Wirklich richtig. Da hört sich so ähnlich an wie du. Ja, das ist ein Faker. So, Julia, wo bist denn du? Hat sich extra so einen Stuhlverzerrer geholt. Wo bist denn du? Ist ja in manchen Mikros schon standardmäßig drin, der Grants Stimmverzerrer. Weißt du, wo Sunny wohnt? Gib mir eine Himmelsrichtung von der Plattform aus in der Mitte oder von meinem Haus aus. nach Norden? Norden? Da, wo das brennende Haus ist. Ach so. Vorhin, da durch den Berg und dann kommst du da raus. Wo ist das brennende Haus nochmal? Da hinten. Oh, wir hatten hier noch so ein Haus. So, hier ist das brennende Haus, dann fliege ich hier weiter und... Irgendwo hier? Da ist ein Zombie, da fliegt jemand. Guck da wer? Da fliegt jemand. Was? Ja. Hallo! Wuhu. Habt ihr da was mitgebracht? Oh, es wird endlich wieder hell. Aua! Ist angeschossen, warte mal. Oh, danke schön. Dankeschön. Bitteschön. Die große Axt ist sind die. Ja, zwei. Ja. Die große Axt ist die, die einen Baum ganz fällt. Also du musst unten quasi den Baum abholzen, dann fällt dir den ganzen Stamm. Und die kleine Axt ist eine normale Axt. Weil du musst nämlich aufpassen, wenn du mit der großen Axt zum Beispiel hier das Holz abbaust, baust du einen 3x3-Radius ab. Ah, dankeschön. Bitteschön. Wusel sagt danke. Schau mal, ich weiß jetzt, wann Wusel om nom 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 macht. Wann denn? Wenn man ihm was zum Essen gibt. Ah! Oh! Dann macht's om nom nom. Echt? Das ist ja witzig. Ich habe auch schon überlegt, was das... Ich dachte, das wäre random. Sehr geil. Nee, hab ich auch gedacht. Und ich hab's jetzt als SMS geholt. Oh, sehr gut. Seit gestern Abend. Echt jetzt? Das ist ja cool. Okay. Seit gestern Abend habe ich das als SMS-Ton drin. Ich das so klasse fand. Dankeschön. Bitteschön. So, ich bin ja wieder mega sozial heute. Die soziale Hexe. Also, da kann keiner was gegen sagen, ja? Wollte ich gleich auch noch fragen, was heute mit dir los ist. Oh, ey, du kriegst... Oh, was hast du denn hier gebaut? So in privaten Stellen gezogen. Ich sag mal, Shigo, ist halt alles, eigentlich alles okay, was? Nee, im Moment nicht. Vielleicht später nochmal, aber Grants hat mir so viel gegeben. Was hast du denn hier? Was hat hier für ein Scheiß? Grants hat mir so viel gegeben. Guck mal genau hin. Guckst du? Siehst du, weißt du, welches Haus da unten ist? Ey! Aber Shigo, es tut mir echt leid, dass ich dein Haus angefackelt hab. Wenn ich U drücke, schieße ich so einen Feuerball. Und es war noch nicht mal aus Versehen, ich wollte halt nur... In dem Fall war es wirklich nicht aus Versehen, weil ich wollte halt so sagen, so, ha, guck mal, Shigo, dein Dach brennt, weil ich dachte, das wären Bricks. Aber es ist halt Holz! Bei Bricks wäre es ja sofort wieder ausgegangen, aber es war halt Holz. Und dann wollte ich so sagen, ha, guck mal, dein Dach brennt. Und dann hat es halt einfach der nächste Block gebrannt. Ich dachte so, oh, scheiße. Unfassbar. Wann ist, wo
nichts gegen die Hexe. War irgendwie nein, nicht so witzig. Die ersten beiden, die ich verfluchen kann, ist doch wunderbar. Grünes Holz mit Schmelze und so. Grünes Haus. Ich habe eine Schmelze, du kannst zu mir rein, wenn du möchtest. Ja. Die ist öffentlich. Warum lag... bei mir hackt es gerade ganz fies. Was ist los? Bei mir nicht. Das war gerade merkwürdig. Hast du einen Lagfluch auf mich gelegt? Ja, habe ich. Du Stück. Weil ich möchte mir so ein Schwert noch bauen. Der 3-FPS-Fluch. Jetzt wäre so witzig, als das gäbe. Ah, Minecraft läuft bei mir nicht mehr, Leute. Ich bin raus aus dem Projekt und schieb oder so. In irgendeinem Spiel gab es das als Special Item, das du gegen andere einsetzen konntest. So wie bei so einem Autorennen. Da gab es ein Item, da konntest du einfach die FPS auf 10 setzen bei einem. Für kurze Zeit hat er dann Lags in Anführungsstrichen gehabt. Voll witzig. Okay. Wie lange dauert denn das noch, bis hier diese Partikel wechseln? Ah, jetzt sind er. Brands, was macht der Kaktus? Ja, ist gerade eine Stufe gewachsen. Kann ich endlich die Farbe herstellen, glaube ich. Der baut da schon wieder so ein fettes Ding. Ja. Meef Steves stinkende Bruchbude. Na, der ist doch schon raus. Ja. Der hat, doch so ein der hat noch so einen riesen Anbau hier unfertig dran. Ja, ist raus. Ineta sollte ich dann auch noch kurz fetzen. So, das kommt hier. Ich glaube, die Blume habe ich noch gar nicht. Komm her, ein Hibiskus. Sammelst du Blumen oder wie? Ich habe einen Blumengarten vor meinem Haus. Der Unkrautgarten. Hast du schon die orangene Blume? Ich habe eine, ich weiß nicht, welche du meinst. Husel, bleib da, schau mal, hier ist Futter. Mein Inventar leer machen. Jetzt geht kaputt, und Kacktisch. Kacktisch oder Kaktus? Ich habe doch was gehabt, um was zu bauen. Wo hat jetzt hier der Nächste seinen Schacht gebaut mit Minions? Nom 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 nom. Sieht sehr schachtig aus da, weil da ist keine Truhe. So. Kann ich das eigentlich auch zersägen? Oh, tatsächlich. Klasse. Ah, jetzt habe ich zu viel. Kann ich zersägtes wieder zusammenbauen? Ja, einfach nebeneinander legen. Gut, sehr schön. Danke. Oh, bin ich froh. Ja, vielleicht. Oh ja, da ist eine Kiste. Komm her. Wir werden nämlich nur wissen, wie das aussieht, wenn das ganz zersägt ist. Nochmal? Nee. In dem Moment, wo ich es zersägt habe, kann ich es ja auch überall hinpappen. Egal ob. Super. Boah, das ist cool. So kann ich Glas auch oben anbringen. Wie geil ist das denn? Wie oben anbringen? Na klar, so kann ich Glas auch also nicht nur stehen, sondern auch liegend anbringen. Wie bringt man ein Glas liegend an? Indem man es auseinandersägt. Ja, aber ich habe doch zum Beispiel eine Glasscheibe. Kann ich eine Glasscheibe nicht hinlegen? Eigentlich nicht. Nein. Mal testen. Boah, und dann sind die nimmer durchsichtig. Wie geil ist das denn? So, jetzt bin ich glücklich. Wer oder was ist nicht mehr durstig? Naja, wenn du Glas chiselst in das komische weiße Glas und daneben normale durchsichtige Glasblöcke hin anbringst, dann... Ach, durchsichtig. Ja, ich verstehe. Ja, ich habe durstig verstanden. Wenn man die aus Glas Stücken zusammenpappt, und trotzdem aber zu einem Block zusammenfasst, dann funzt das. Ist voll cool. Glaube ich. Ich will auch Glas liegend haben. Kann ich aus Glasscheiben noch irgendwas retten? Nö. Kann ich Glasscheiben zu Glasblöcke wieder machen? Nö. Tja, Dalu. Meinst du die Wiese Verkackt. Hier unten, Anne? Was meinst du denn? Hier, wo die Lotus. Den Blumengarten? Oder was meinst du? Ja, ja. Direkt vor meinem kleinen blauen Haus. Ist ein ganz kleiner Garten. Ach, und in dem Moment kann man die noch nicht mal mehr... Ach, wie cool ist das denn?
What the fuck? So, Julchen ist jetzt froh. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt habe ich den Modpack hier voll verstanden. Jetzt kommt das Gil. Was sind die alle her, ey? Tja. Nicht geschenkt bekommen, so viel kann ich sagen. Das hier. Das ist ja noch nicht mal eine Rose. Na, das war mir zu gewöhnlich. Ich habe da nur so außergewöhnlich angepflanzt. Wer ist denn hier noch mitten in die Welt reingepappt worden mit Pilzen in der Hand? Keine Ahnung. So. Wo ist jetzt hier der Glowstone? Toll, Lotus, hast du einfach dreimal. Dann nicht, es gibt's hier gar keinen Glowstone mehr. Ja, ich habe ja auch noch nicht genug Sorten gehabt, um... Ich hab eine Seerose dahin gelegt. Kannst du ins Wasser anbauen? Ja, habe ich gemacht. Dankeschön. Das ist sehr freundlich. Nein! Auf mich zu schießen, du A-Punkt. Hast du auch noch nicht, glaube ich. Dann mache ich eine Lotusblume. Braucht man eh nicht. Glowstone werden die hier wahrscheinlich schon überall abgefarmt haben, wie die Irren, oder? Ach, gibt so viel. Uns geht's. Ja, in der Nähe vom Portal ist nicht mehr so viel. Boah, ist der dunkel geworden, der Neta, oder hat der Bildschirm echt hier... Mann, ey. So doof dunkel? Doof dunkel. Ja, schon. Oh ja, da baue ich eine... Ja, da kommt eine riesige Brücke hin. Oh ja, das wird gut. Glowstone. So, She found the Glowstone. Oh mein Gott, I am falling. So. Ja, schön, okay. So. Vielen Dank, Rand. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Ich von dir. Blühende Rose. Was? Von Irren umzingelt. Ein bisschen. Ich brauche Ferris. Ah, da ist Ferris. Auch mehr Ferris. Ferris. Veronika Ferris? So ähnlich. Heißen nicht Werwölfe immer so? Fenris heißen die. Ah, oder so. Zeig doch. Oh nein, wo ist mein Pinsel? Oh, Julchen, denk nicht, bevor ausgesprochen wurde. Okay, danke. Was? Nix. Einfach ignorieren. Genau. The Magic Mushrooms. Ach, shit. Ui, ein Beacon. Und das. Was sagt die Zeit? Ach so, stimmt ja. Alles im Lot. Alles in Butter auf dem Boot. 23 Minuten. Alles im Load auf dem Boot. Hey Julchen, jetzt schau, dass da so Lava rauskommst, es kommt der Rüstung nicht so gut. Ach, du redest die ganze Zeit mit dir selbst. Ja, ja. Das ist das erste Anzeichen von Wahnsinn. Ja, meint ihr, ich nehme mit euch zusammen auf, oder was? Secret Escapes. Warte, Werbung. Das kannst du ja gar nicht wissen, Anne. Was? Ja, greif mich hier an. Skelett! Was? Frevel! Tot. Oh, das hat ein Schwert fallen lassen. Und gleich so ein Mystix auch noch. Sehr schön. Oh mein Gott, auf Quizduell wurde wieder gespielt. Danke, Handy. Wollte ich schon immer wieder wissen. Du bist bestimmt hart am Verlieren gerade, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, ich spiele schon die ganze Zeit mit den Abonnenten. Mir kommt nämlich der Name so bekannt vor. Ja, mich hat auch schon mal ein Abonnent bei Quizduell irgendwie herausgefordert. Bist du die Anonymous von YouTube? Das ist mein Partner auch gegangen. Wir hatten Freunde zu Besuch, eben auch andere YouTuber. Und auf einmal geht der voll ab. So, oh mein Gott, ich muss auf meinen Computer, ich muss auf meinem Kanal. Ich so, wieso, was los? Ja, ich muss den Beweis geben, dass ich das wirklich bin. Und oh mein Gott, und der hat mich da gestellt. Ich denke so, hallo. Alles nur wegen einem Spiel. Ja, ja. Wo geht's denn hier nach Hause? Im
immer der Nase nach. Okay. Aber das dauert schon ganz schön lang, bis die Auto-Repair-Spitzhacke wieder ganz ist, oder? Ja. Im Sonnenlicht ist am besten, da geht's am schnellsten. Aber ich muss die bei mir haben. Sonnenlicht, so ein Hippie-Shit ist das auch noch. Wie viel Haltbarkeit hat die? Es ist... keine Ahnung. Hast du noch irgendwas anderes drauf, außer Auto-Repair auf der Spitzhacke? Ja, und ich weiß nicht, wie ich es runterbekommen soll. Achso. Ich muss dann nämlich da was runtermachen. Man kann es doch auch wieder entfernen, oder? Wüsste nicht wie. So, war das eine falsche Info. Ich habe nämlich, was habe ich drauf? Sharpness, blöderweise. Oh. Durability und Haste. Und ich habe keine Ahnung, was ist. Aber ich weiß, dass es jetzt schneller ist. Ja, Haste ist immer Haltbarkeit, gut. Oder nicht? Mhm. Ja, aber Sharpness brauche ich halt nicht. Das ist das Problem. Das hätte ich gern wieder runtergenommen. Deswegen bin ich am Spekulieren, ob ich mich nicht doch nochmal mit dem Mod generell beschäftige und mir so eine selbst baue, um die dann anständig herzurichten. Boah, so also mein Zuschauer, ihr seht auch nicht mehr wie ich. Oh ey. Ist irgendwie Neumond oder so? Da kommt gerade Lava. Ah. Weißt du, siehst du so zwei Blöcke entfernt erst. Ah, da kommt Lava. Sollt mal Schluss machen, meine Freunde. Ist schon wieder soweit. Mhm. Oh, die Autobahn ist fast fertig, Leute. Nur fast. Grants hat eingeleitet, oder? Ja, ich wollte hier gerade malen. Er wollte doch gerade malen. Du stellst dich seinen künstlerischen Talent in den Weg. Kann man Sachen nicht anmalen, die in so einem... Ach, nee. Mit dem blöden Pinsel kann man wirklich malen. Oh Gott. Ja, das geht aber nicht so gut, wie ich dachte. Mhm. Na gut, okay. Dann machen wir Feierabend für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.